Ja, so ungefähr sah das am Anfang auch Ich schon hab's aus. gewusst. Okay, also schon mal alle tierisch tot. So. Die gute hier ist scheinbar auch nicht mehr festgenagelt. So, das zacken wir alles noch ein. Da ist noch G. Steht hier vielleicht irgendwo noch eine Statue rum? Warte mal. Der Raum ist, glaube ich, unser Ziel. Vielleicht auch eher da lang. Da hat viele Tote, Alter. Da ist noch Gel. Ja, lieber noch ein bisschen umgucken immer. Ich glaube, die Spritze nehme ich auch gleich mal. Weil es macht eigentlich nur Sinn, die Spritzen nicht zu nehmen, wenn wir eh. Wenn sie nicht voll ausschöpfen können. Aber da wir das ja können, können wir das auch machen. Gut, okay. Dann gehe ich jetzt erstmal wieder vorne rein. Vielleicht sollte ich die Sprintdauer wirklich noch ein bisschen ausbauen bei Gelegenheit. Was haben wir hier noch? Nichts. Auch nichts mehr wirklich zu sein. Lagerraum. Der war, ich glaube, das letzte Mal aber nicht da. Ganz am Anfang. Schon die Tür nicht. Bin echt gespannt, was jetzt noch kommen mag. Ich laufe mal lieber ein bisschen geduckt rum. Wenn man nicht kaputt hauen, okay. Das auch nicht. Klar, ab in den Keller mit uns. Fällt mir auch nichts Besseres ein, als in den Keller zu gehen. Jawohl, eigentlich, wenn wir so einen komischen Kreissaal, Operationssaal da haben, so einen geheimen, dann könnte der schon im Keller sein. Der wird nicht direkt hinter da. Schmerz, Lust, Sorgen, Ekstase vermischten sich zu einem einzigen durchdringenden Geräusch, bis die Dunkelheit durchbrochen wurde von Funken wie glitzernde Sterne. Der Schmerz, das Geräusch und das Licht vermischen sich und nehmen Form an. Es ist der Ort, der mir so bekannt ist. Mein Gefängnis. Mein Heim. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Haben die den echt bei lebendigem Leibe seziert? Komplett.
Unser guter Rubik hat es echt nicht einfach gehabt. Das muss man schon sagen. Und das ist doch kein Grund für all das hier. Schon gehört. Den sie mir von den Knochen gezogen haben, bis die Dunkelheit mich übermannte. Dunkelheit und Schmerz. Tausend weitere Empfindungen, als sie mein Großhirn sondierten, meine Arbeit begutachteten. Gott, ich will da nicht rein. Ha! Der Ort kommt mir auch bekannt vor, da waren wir schon mal. Ihr erinnert euch? Das Becken aus Blut. Ja, hier waren wir tatsächlich schon mal. Der hat uns oben das erste Mal der Typ mit der Kettensäge gejagt. Ach, hallo Leslie. Okay, wenn Leslie da ist, dann scheint das Ganze ein bisschen gefahrlos zu sein. Dann darf man ruhig ein bisschen laufen. Ein Teil, echt jetzt. Das ist ja der Wahnsinn. Was soll ich mit einem teilen? So. Okay, der hat uns gleich mal ein bisschen weitergebracht. Hier saß aber das letzte Mal noch jemand. Neuere Notiz aus Kanalisation. Träumst du immer noch von Flucht? Wo sie so zum Greifen nah ist. Was nützen die Träume, wenn dein Körper hier liegt und sich nicht bewegen kann? Ja. Okay. R wie Rubik vielleicht? Das können wir kaputt machen. Die hier auch. Natürlich erstmal noch ein bisschen plündern. Auf jeden Fall das Gel hier noch mitnehmen. Hier aufmachen? Nö. Steht vielleicht ein Start oben drauf? Hm, auch nicht. Schade. Okay, ich will vorher nochmal zu dem anderen Dings dahinter gehen. Hier war nämlich am Anfang auch noch was drin. Ja, so in etwa. Fünf Teile, na siehst du, damit kann man doch schon mehr anfangen. Gut, die heben wir uns allerdings auf, bis wir es brauchen. Weil wir haben ja jetzt mittlerweile eigentlich gut. Hier lang oder will ich da lang? Ich bin gerade echt nicht so sicher. Weil das hier ist echt so eine große. Ich gehe erstmal hier lang. Gucken, ob noch was da so ist. Na. Ah, hier müssen wir vielleicht erstmal den Motor starten, bevor irgendwas anderes geht. Ach, halt, warte mal. Oh, 5-5, okay, na gut, dann passt das schon. Oder? Nee. Oh, es gab noch Scharfschützenmunition, das ist gut. Tür. Ja, hier kommen wir nicht durch. Na gut, haben wir noch ein bisschen Scharfschützenmunition mitgenommen. Ein Schuss. Besser als gar nichts. Lieber haben als brauchen.
So, jetzt können wir die große Tür nehmen. Ja, so. Da sind Sterne drauf. Ja, genau. Wieder bloß bestimmte Leute Zugriff und alle, die nicht dazu gehören, soll ich dann bitte beim Hauptbüro melden. Ich nehme einfach mal an, ich gehöre dazu. Okay, das sah das letzte Mal aber doch noch anders aus hier. Wundert es echt, dass bis jetzt noch keine Gegner gekommen sind. Das soll wahrscheinlich einfach Angst machen hier. Aber wisst ihr, was das Gute am Let's Playen ist? Man ist die ganze Zeit am Quatschen und deswegen kommt es einem irgendwie nicht so vor, als wäre man so einsam, ja? Und deswegen hat man wahrscheinlich auch irgendwie nicht so die Angst, ne? Also klar, irgendwo ist der Nervenkitzel schon da. Leslie? Was ist das denn? Boah, Treppen, ey. Treppen steigt doch mal so langsam. Zwei Türen. Welche nehmen wir? Ah, die hier sieht besser aus. Na, sieht das wahrscheinlich nach einem Lagerraum aus. Als ich bemerkte, dass Jimenez mich hintergangen hatte, war es schon zu spät. Ich war so nah dran. Er wusste es. Er wusste, dass ich zu sehr auf meine Sache konzentriert war, um die Männer zu bemerken, die er mitbrachte. Ansonsten wären sie nie an meinen Fallen vorbeigekommen. Ihr Apparat ist die Pervertierung meines eigenen. Des Apparats, den ich hätte bauen sollen. Meine Daten, meine Ausrüstung, meine Theorie, mein Geist. Sie haben meine sterbliche Hülle ersetzt mit einer neuen Dimension der Qual. Okay. Aufzug. Okay, bin echt gespannt, was noch kommt, ey. Was zum Henker ist das denn jetzt? Ist das der Leuchtturm, hm? Hey, da ist Leslie. Leslie?
Okay. Aber wir sind am Leuchtturm, das ist schon mal ziemlich gut. So wie es aussieht. Ne? Na gut. Da liegen noch Teile. Eine. Ach, ich kann mich noch an den Anfang von dem Spiel erinnern. Was einfach mal gang und gäbe war, dass wir 20 Teile hatten. Das war ein Segen. Gut, aber da hatten wir die Armbrust auch noch nicht. Seit wir die Armbrust haben, ist es eigentlich stetig bergab gegangen. Na gut. Mit Fallen kommen auch nicht mehr so viele. Zumindest keine mehr, die man so auseinanderbauen kann und dafür auch noch was bekommt. Das hier sieht mir doch... Wieso kann ich das nicht öffnen? Das sieht mir nämlich extrem nach... Ah, hier. Genau. Den habe ich gesucht. Streichhölzer. Aber... Kein Speicherpunkt. Wir haben den Stuhl. Aber kein Speicherpunkt. Unser Safe Spot ist weg. Das ist schlecht. Okay, wartet mal, was haben wir denn nochmal? Schrotflinte. Nee. Quallenbolzen sind schon voll. Granaten können wir noch ausbauen. Und ansonsten. Sprintdauer. 30.000. Na gut, dann sparen wir. Speicherpunkt wäre trotzdem ganz super. Was ist da drunter? Wahrscheinlich so Kleiderständer oder sowas. Keine Ahnung. Ah ja, gut, hier können wir speichern. Aber unser direkter Safe Spot ist weg und das ist doch seltsam. Extrem seltsam. Weiter geht's. Passen Sie auf sein Auge auf. Was? Wenn Sie leben wollen, meiden Sie Ruviks Auge. Passen Sie auf sein Auge auf. Was soll das bedeuten? Das werden Sie sehen. Okay. Okay, okay, okay. Erstmal angucken. Armer Kerl. Ruhe in Frieden. Trennendes Prinzip. Tut mir leid, Mann. Oh, wow. Das ist mir zu heiß. Wir sollen auf sein Auge aufpassen. Ah!
Leute, das ist nicht gut. Zwar ganz und gar nicht gut. Ich glaube, wir haben uns so richtig, richtig in die Scheiße geritten. Hey, Digga. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. So eine hatten wir noch nicht, wenn ich mich recht erinnere. So, an dieser Stelle würde ich gerne mal eine Spritze nehmen. Nein! Oh! Okay, wisst ihr was? Das probieren wir beim nächsten Mal nochmal. Ich mache eine kleine Aufnahmepause. Wahrscheinlich wieder eine längere. Aber gut, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in dieser Arena der Schmerzen oder was auch immer, wie man es nennen will. Bis dann. Ciao, ciao.